Willkommen zu Brand Image, mein Name ist Chris und wir bewerten alle Songs von dem guten Herrn Alligator und zwar in Reihenfolge des Releases. Und heute kommen wir zu einer relativ kleinen, relativ kurzen EP und diese trägt den Titel Goldfieber. Goldfieber ist eine Art sehr kurze Konzept-EP oder auch ein Kurzfilm auf YouTube, Link dazu in der Videobeschreibung natürlich. Wir haben hier sehr kurze Songs mit nur einer Ausnahme, sind alle Songs unter 2 Minuten. Allerdings stellen wir uns die Frage, lohnt es sich diese EP dennoch anzuhören? Also grundsätzlich, ja, die ist relativ kurz, deswegen ist jetzt keine Lebenszeit damit verschwendet, aber lasst die uns doch mal bewerten. Solange die Sonne scheint, das Intro der EP bzw. der erste Akt sozusagen so ein bisschen The Good Life mäßig und gegen Ende des Songs bekommen sie von einer Goldader in einem Bergwerk mit und der Finder darf sozusagen behalten. Ja, das ist jetzt eigentlich nur der Inhalt des Songs erklärt. Ist ganz nett, also es ist wirklich schwer, hier die Songs einzeln zu bewerten, weil das eben ein Gesamtkonstrukt ist. Das ist das Problem, was ich bei einigen Alben, zum Beispiel bei Die Ärzte auch habe. Was heißt bei einigen Alben? Bei wenigen. Die Songs einzeln gesehen sind nicht so krass. Das Gesamtkonzept selber des Albums ist cool, das Gesamtwerk, aber die einzelnen Songs sind halt so, Deswegen ist es bei dieser EP auch sehr schwer, ein Durchschnitt zu berechnen, weil die EP halt nur im Ganzen funktioniert so richtig. Aber egal, solange die Sonne scheint, 3 von 10. Suche Kings, die Suche nach dem Gold beginnt ein, ja, so wie ein kleiner Representer-Track einer fiktiven Figur. Wir haben am Anfang eine Hook, wir haben eine Strophe, wir haben nochmal eine Hook und der Song ist vorbei. Ist halt relativ kurz gehalten, wie alle Songs auf der EP. 3 von 10. Das Duell. Hier haben wir wieder ein Gespräch, ein Schlagabtausch, jede 4 Zeilen, Alligator versus Alligator mit anderer Stimme eben. Ist in den ersten 2 Alben von Alligator auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass wir diese Schlagabtausch-Songs haben und kommt hier auf der EP wieder vor und das ist auch völlig in Ordnung, weil Alligator das verdammt gut umsetzt, weil er so ein dermaßen krasses Stimmvolumen hat und mit seiner Stimme einfach gefühlt machen kann, was er will. Zum Beispiel mein Herz erobern. Und natürlich ist auch dieser Track gut umgesetzt. Wir sind inhaltlich übrigens immer noch bei der Schatzsuche. 4 von 10. Wir haben Gold. Das Gold wurde gefunden. Dieser Track besteht zu guten 50% aus den Worten, wir haben Gold. Zwischendrin kommen auch noch ein paar Zeilen, aber so ein richtiger Track ist es irgendwie nicht. Auch wenn es einer ist, aber halt nicht so wirklich. 1 von 10. Zwiespalt. Und hier haben wir wieder ein Gespräch, nur diesmal ein bisschen anders gestaltet. Stellt euch vor, wir haben einmal Alligator. Und einmal Alligator als Engel da oben, einmal Alligator als Teufel da und reden auf ihn ein. Und ja, so ist der Song gestaltet. Auf jeden Fall sehr hörenswert und natürlich auch sehr gut umgesetzt. 4 von 10. Überall Stimmen. Der einzige Track, der mit 2 Minuten 11 über 2 Minuten geht. Die Features Tobi Tight und Selbstjustiz reden hier über die Schatzsuche von DJ Deagle und Kaliber 69, also Alligator. Die Reime und der Flow der beiden sind eher und in der Hook dieses geflüsterte Verräter gefällt mir auch nicht, aber ist natürlich im Endeffekt auch alles Geschmackssache, so wie Musik allgemein Geschmackssache ist. Bei mir hat der Track leider eine 0 von 10. Abgrund, das Ende von Goldfieber. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat DJ Deagle, ist so ein bisschen durchgedreht, hat Kaliber 69 gefesselt und geknebelt, weil er durch das ganze Gold verrückt geworden ist. Könnte aber auch sein, dass es andersrum ist und ich hab's einfach falsch verstanden. Keine Ahnung. Aber einer von den beiden hat den anderen gefesselt und geknebelt und ist verrückt geworden. Beat ist ganz cool, sehr kurzer Track, unter 1 Minute, 2 von 10. Was natürlich eine Durchschnittsbewertung von dem hier gibt. Wow, das ist auch wieder relativ niedrig. Sind wir mal gespannt, was nächste Woche kommt. Denn nächste Woche kommt STRW 2 und ich glaube, das könnte ein bisschen höher bewertet sein. Aber gucken wir doch mal die allgemeine Durchschnittsbewertung der 3 bisher bewerteten Veröffentlichungen an. Schön. Und das war es mit Goldfieber. Diesen Freitag, meine Freunde, diesen Freitag gibt es 2 Videos, denn aber wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren, für Songs bewerten, Musiknews, anderen grandiosen Scheiß. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos, ein Abo wäre grandios. Ihr könnt auch gerne ein Like geben. Folgt mir auf Twitter und auf Insta, aber nicht im echten Leben.